So, und da sind wir auch schon wieder zu Let's Play. Langsam sollte jeder den Namen kennen. Dam Dam. Und genau, ich muss gleich sagen, sehr lang ist die letzte Aufnahme nicht her. Ganz genau ein Tag. Gestern habe ich die letzte Aufnahme gemacht. Ich habe mich jetzt mal schnell rangesetzt. Ein bisschen Festplattenplatz habe ich noch. Und wir geben mal das Zeug ab, würde ich sagen. Weil ich glaube, dass wir noch eine schöne Nebenquest zu erledigen haben. Und dann machen wir das einfach mal. Was wir so machen können. Ich habe gerade spontan Lust gehabt, ein bisschen weiter aufzunehmen. Müsst ihr auch nicht so lange warten auf Neues. Türgernach, Türgernach, Türgernach. Ja, Türgernach. Oder? Ja, natürlich Türgernach. Oh, mein Kopf, oh, was tust du mir an? Oh, mein Zerebrum betrügt mich. Ja, wir sind richtig. Auf dem Weg können wir mal gucken, ob wir gleich irgendwas Nützliches finden oder alten Krams verkaufen können. Und lecker, lecker, lecker. Oh, nichts davon, was wir anziehen können. Noch nicht. Die auch nicht. Würde mich auch sehr wundern. Ah, unsere netten Sachen können wir uns noch reinhauen. Die Zauber können wir eh gleich alle verkaufen. Feuerbann? Ach, so ist das. Der Feuerbann ist ein Zauber. Alles klar? Ich haben verstanden. Richtig gut. Okay. Und schauen wir mal, was wir mit diesem tollen Feuerbändchen anfangen können. Schließlich können wir damit ja jetzt, mit dieser tollen Sonnenschutzcreme, die wir bekommen haben, super in das Land der Roten Legion. Roten Legion, ach Dingensbummens, im Roten Imperium rein. Rote Legion, doch egal. Elend gebe uns Frieden. Und mehr auch. Aidale? Welche Ermittlungen? Ah, das ist die Quest, die ich hier erledigt. Hallo? Ich rede erstmal mit denen. Ich glaube, das wäre ein wenig. Wir wollen erstmal erfahren, was da passiert ist. Himmel, ja Gott, das ist einer der coolsten Nebenquests hier im Spiel und die wird mir jetzt einfach so für die Stirn geklatscht. Ich möchte bitte die Einleitung haben. Mir hat diese Quest sehr gefallen, muss ich sagen, diese Nebenquest, die wir jetzt machen. Es ist mal was anderes. Es ist eine Art Krimi. So ein bisschen. Wir spielen jetzt mal ein wenig Adrian Monk. Wir müssen mal alles ein bisschen gerade rücken hier, müssen alles symmetrisch aussehen und haben wir echt so einen kleinen Tick drauf, aber wir lösen jeden Fall. Lena? Hole den Feuerbann von den Zwergen. Ich bleibe hier, die Leute brauchen mich. Sie brauchen dich. Ah ja. Was für eine Medizin bietest du denen an? Wieso kriege ich nichts davon? Frauen sind doch alle gleich. Habt ihr den Feuerbann erringen können? Naja, erringen ist jetzt ein bisschen hochgeschätzt, aber ja. Ich habe den Feuerbann, das geheime Wissen der Zwerge. Ich habe mit Windjalf gerungen, im Schlamm. Och Gott, bitte, nee. Nee, die Bilder müssen raus aus meinem Kopf, nee. Bitte. Ich habe den Feuerbann, das geheime Wissen der Zwerge. Dann seid ihr bereit. Meine Schwestern und ich müssen hier verweilen. Aidale ist von uns gegangen. Eine neue Priesterin muss bestimmt werden. Ihr aber solltet nicht rasten. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch bleibt, und der Weg in die Feuerstadt ist beschwerlich. Wie gelange ich nach Schaldun? Die Imperialen haben die Tore versiegelt. Wir kennen ihre Magie nicht, aber es sind Dunkelelfen. Und sie werden uns helfen, das Siegel des Imperiums zu brechen. Wie soll das geschehen? Dies war einst eine Stadt der Norcaine. Vor Jahren vertrieben meine Schwestern die Dunklen von diesem heiligen Ort, aber unter dem Eis schlummern immer noch die Geister der alten Herren. Sie haben diese Tore erbaut. Wir hoffen, in den Gräbern etwas zu finden, mit dem man das Tor öffnen kann. Begebt euch des Nachts zu den Höhlen nahe der Westbrücke. Dort steigen sie manchmal aus den eisigen Tiefen herauf. Die habe ich doch gesehen, die habe ich doch gesehen. Das sind doch die da oben, oder? Nee, Westbrücke hat die doch gesagt. Wir haben es gerade.
Wir haben es noch nicht mal Nacht. Drache, nee, scheiß Idee. Westbrücke, Westbrücke. Westen ist dort, wo links ist. Banane ist gleich links, ist gleich Westen. Verdammt nochmal. Ich dachte eigentlich, ich hätte es bewältigt. Als Kind hatte ich immer so eine West-Ost-Schwäche und habe immer West und Ost vertauscht, warum auch immer. Mittlerweile weiß ich das doch eigentlich. Aber ich glaube, leider Westbrücke. Westbrücke hier. Da, da, das sind die. Scheiß auf nachts. Hin. Obwohl, ich glaube, wir holen uns doch lieber vorher ein wenig Reinforces. Die andere Quest machen wir nebenbei. Machen wir später. Die holen wir uns nochmal ab. Weil, ja, Aldale, die Hohepriesterin, ist tot. Wie ist das passiert? Das und vieles mehr nach der Werbung. Hm. Darius, hast du uns was Neues zu sagen? Was gibt es, Freund? Leg dir meine neue Stimme zu, ganz ehrlich. Die alte war doch viel besser. Na, sagen wir es einfach mal so, die alte ist bekannter. Die alte Stimme von Darius ist halt schon eine bekannte Synchronstimme, die ich auch von vielen Filmen kenne. Die neue ist irgendwie zu rau. Das passt nicht zu Darius, dieses rau, so... Ich ziehe LKWs auf DSF. Nee, das passt doch nicht zu Darius. Stimmt, Flink müssen wir auch noch helfen, aber ich würde mal sagen, wir machen den größten Teil der Nebenquests. Außer jetzt zum Beispiel die mit der Ermittlung oder welche, die uns gerade so ins Gesicht geworfen werden. Ansonsten machen wir den größten Teil kurz vor Ende des Spiels, wo auch sicher ist, dass wir die alle schaffen. Nicht wie letztens, wo wir so mega aufs Maul bekommen haben, wo wir Flink mit Winter helfen wollten und diese Level 20 Katzenmenschen uns da die gesamte Gegend neu rot angestrichen haben mit uns. Nee, darauf kann ich verzichten. Neue Runenkrieger kann ich noch nicht einsetzen, oder? Nö, Stufe 12. Ja, wir können einen neuen Hexer einsetzen. Besser gesagt, eine Hexe. Was hast du denn drauf? Hexe. Kannst du wenigstens... wenn sie kein gutes Schild tragen kann, dann kriegt sie... Ach, sie kriegt den Stab. Alles klar. Dann passt es so. Dann noch eine tolle Robe. Und ja, genau, Hosen braucht sie ja keine, wenn die Robe da ist. Ja, das passt auch gut. Na, und da es eine Hexe ist, ich weiß nicht, Weisheit... Eigentlich eher weniger, aber in Weisheit kriegt sie mal. Dann kriegt sie den zweiten auch noch. Ist besser. Ja. Alles klar, kannst rauskommen. Ihr könnt alle rauskommen. Was hat jetzt nochmal, weil ich das gerade gesehen habe, dieser Stab... Hä? Da, Effekt Fesseln. Was macht das? Hält das Leute fest auf einem Ort, als auf einem Ort, dass sie sich nicht bewegen können? Also so eine Art Ruhe? Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich habe das noch nie verwendet. Ich kenne das auch als Zauber nicht direkt. Es sei denn, na gut, wenn es irgendwo bei Naturmagie drin ist, dann ist klar, dass ich es nicht kenne, weil das ist mir ein bisschen zu abwegig. Aber wäre auch mal nicht was schlecht zu wissen. Die Rune? Auf dem Weg. Todesschlag und göttliche Heilung. Das ist mal echt nützlich. Jemand mehr, der göttliche Heilung kann, sogar noch eine Stufe höher und einen Todesschlag draufhauen kann. Nicht schlecht. Ich bin begeisternd. Auf meinen Befehl. So. Dann kacken wir jetzt einfach mal auf nachts und schauen, ob uns die Dunkelelfen da oben die Erlösung bringen. Was ist denn da los? Wir haben ja echt noch zwei Elfinnen übrig. Ihr habt hier die ganze Zeit gewartet? Hammerhart. Wenn ihr in ein paar Wochen immer noch lebt, dann bringe ich euch eure Belohnung vorbei. Eine warme Decke. Und dann verschwinde ich wieder. Tolle Mauer, nicht wahr? Aus Holz. Da
schießt einmal einer einen Brandpfeil rein und der ganze Wald brennt ab. Mitsamt Stadt. Naja, wem es gefällt. Na okay, so leicht entzündlich vielleicht doch nicht, aber es ist leicht entflammbar, würde ich sagen. Also mit Fackeln könnte man da schon einiges anfangen. Ja. Auf meinen Befehl. So, nach dem Norden dürfen wir jetzt raus. Ich wette, das sind die Elfen hier. Was sagt die extra nachts und Westbrücke, Hauptsache extra verwöhnt erklärt. Sofort. Statt dass sie sagt, oben raus, Geister kaputt hauen, sind immer da. Los, ab geht's. Nö. Ja, an der Westbrücke, ganz in der Nacht, könnten da Geister zu sehen sein. Also, möglich ist es. Oh Mann. Los, Todesschlag. Wie viel macht das Ding? Zeig es mir. 100? Heieieiei. Ja. Wisst man ja, Todesmagie macht die höchsten Schadenszahlen im Spiel. Zumindest die höchsten Sofortschadenszahlen. Zumindest den höchsten Sofortschaden, den höchsten Bürstschaden, wie man es aus dem Online-Rollenspiel-Genre sagen würde. Insgesamt Schaden ist bei Feuer höher, dafür kommt halt ganz guter Sofortschaden plus Schaden über Zeit. Auf mein Zeichen. Und los. Hier. Ja. Mir nach. Wohl den meisten Schaden im Spiel, wie ich nach Werten gesehen habe, macht Vergiften. Und los. Na gut, Pestilenz macht eigentlich am meisten, aber es kommt gerade auf die Lebenspunkte der Gegner an. Aber jetzt mal von Pestilenz abgesehen, soll Vergiften ja den meisten Schaden im Spiel machen, aber nur auf sehr, sehr lange Zeit mit niedrigen Ticks. Das heißt, das ist der Schaden gerade mal so hoch wie die Lebensregeneration vom Gegner. Das heißt, das merkt man fast gar nicht, den Schaden. Aber er ist sehr lang da und deswegen so hoch. Aua, ach du Scheiße, ja leck mich doch am Akakakakakakak. Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Hat vielleicht doch ein bisschen weiteren Sinn, dass sie gesagt hat, wir sollen nachts hinkommen. Verstärkt die Deckung! Verstanden. Also irgendwie lief das jetzt nicht ganz nach Plan, würde ich mal so sagen. Also leichte Einschätzung der taktischen Lage. Es lief wohl nicht ganz nach Plan. Aua. Also entweder sind wir zu schwach oder die zu stark oder beides oder wir sollten doch nicht hier hin. Moment mal. Was steht im Questbuch? Sucht nördlich der Stadt Türkanach nach den Geistern der Nokain nach Mitteln, das Tor zu öffnen. Das ist es. Wie mache ich das? Ich kriege ja wohl kaum einzeln. Bessere Helden kann ich auch noch nicht einsetzen. Ich habe zwar schöne Helden bekommen, Oma. Ich darf den Feuerbann einsetzen. Alle eigenen Einheiten erhalten eine langwirkende Feuerresistenz. Ta-ta. Wenn die Feuer einsetzen würden, wäre das toll. Die Rune ruft, auf dem Weg. Würde göttlicher Zorn bei euch wirken? Ihr seid auf irgendeine Weise untot. Tatsache. Göttlicher Zorn plus Todesschlag plus ein Feuerschlag. Dürfte eigentlich überzeugend genug sein, dass einer da ein bisschen den Düffel abgibt. Knatsch, knatsch. Stuhl macht knatsch. Stuhl stimmt mir zu. Das ist gut. Die Rune ruft. Auf dem Weg. Einer noch oder eine? Zu euren einer. Diensten. Dunhan. Verstanden. Auf mein Kommando. Aber eigentlich können wir schon mal das Feuer eröffnen. Dann schauen wir mal, dass wir elementare Essenz, das und das und dann gleich noch einen Feuerschlag hinterher. Ja, resistet doch alles, ihr... Boah. Auf mein Kommando. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Resisten die alles, aber wirklich ausnahmslos alles. Ja. Endlich einer ist tot.
Die gehen aber wirklich schnell tot. Hä? Schließ die rein. Da lief ja vorhin echt was ganz toll schief. Jetzt ist Sansa schon weg. Höchst seltsam. Spinnschlüssel des Geistes. Das ist gut. Hier, sofort. Jetzt räumen wir beim Rest noch ein bisschen auf, weil die uns auf den Sack gehen. Verstärkt die Deckung! Die Rune ruft. Schließ die Reihen auf mein Kommando. Für die Rune! Auf mein Zeichen ist der Hinterhalt. Zum Angriff! Schlagt sie zurück! So, alright.